Hey, what's up? Hey, du bist endlich die süße Verkäuferin beim Edeka, die süße Verkäuferin im Supermarkt, in der Apotheke, beim Starbucks, beim Subway, wo auch immer ansprechen. So habe ich auch eine E-Mail von Patrick zu dem Thema bekommen, der sich eines unserer E-Books heruntergeladen hat und auf meine E-Mail geantwortet hat und hat Folgendes gesagt. Hey, im Moment ist eigentlich gerade eine Verkäuferin für mich ein Thema, die ich bei meinen letzten Shoppingtouren das ein oder andere Mal gesehen habe und überlege, wie ich sie am besten ansprechen kann. Und da dachte ich mir, lieber Patrick, mache ich heute ein Video für dich, wie du die Verkäuferin am besten ansprechen kannst. Los geht's. Und zwar haben wir uns hier bei Premium Life für dich, für dieses Video etwas ganz Besonderes ausgesagt, nämlich eine Kooperation mit Evolution Daily, mit Aaron von Evolution Daily. Wer ist Aaron? Aaron ist ein richtig cooler Typ aus den USA und ein richtig cooler Typ, wenn es darum geht, Frauen am Tag anzusprechen, seine Spezialität, Frauen im Supermarkt ansprechen, Frauen im Kino ansprechen, Frauen überall ansprechen. Und ich habe für dich einen ganz besonderen Deal ausgemacht, denn wir haben die Rechte an Evolution Daily, an Aaron, dass wir seine Videos für Deutschland verwenden dürfen und ich diese Videos für dich kommentieren kann. Und deswegen zeige ich dir jetzt einfach mal eine Szene, wie der Aaron die Frauen während der Arbeit anspricht, was du daraus lernen kannst, und ich lasse die Szene erstmal laufen und werde sie danach für dich ins Deutsche kommentieren und gebe dir noch ein paar Stichpunkte, was du danach sagen kannst und wie es weitergeht, damit du die Frauen, Verkäuferinnen, Friseurinnen, wie auch immer, für dich gewinnen kannst. Los geht's mit der Szene von Aaron. Hey, what's up? Hi. How's it going? Good, how are you? What can I do for you? I don't know, I just wanted to come say hey. I don't really want tickets or anything like that. I just saw you here and I thought you were cute. Oh. I just wanted to come say hello. You. Yeah. Hier kannst du eine Sache lernen, wenn du eine Verkäuferin siehst, egal wo es ist, ob sie jetzt bei DM steht, ob sie hier unten im Subway steht, in der Apotheke steht, geh einfach an die Kasse, warte, bis sie was sagt, und dann wird sie eh sagen, kann ich dir helfen? Und du sagst einfach, nö, du kannst mir nicht helfen, ich wollte einfach nur mal Hallo sagen, ich finde dich süß. Du kannst es noch ein bisschen kombinieren, und zwar kannst du sagen, ja, ich bin die ganze Zeit schon hier an der Apotheke vorbeigelaufen, bist mir immer aufgefallen, jetzt muss ich doch mal Hallo sagen. Und danach wartest du die Reaktion ab und dann lieferst du den nächsten Baustein für das weitere Gesprächsthema. I just wanted to come say hello. Yeah. Is that like is that too much? No, not at all. Is that like an uncomfortable approach? No, not at all. Nice. Ja, nach deinem Gesprächseinstieg würde ich eh sagen, danke, dass du hergekommen bist. Danke, das ist voll lieb, voll süß von dir, wie auch immer. Und dann kannst du das Gesprächsthema gleich fortsetzen. Wie oft passiert das eigentlich, dass hier jemand in die Apotheke reinkommt und dich anspricht, du wirst anhand ihrer Reaktion sehen, sie weiß es richtig dann zu schätzen, dass du auf sie zugekommen bist und sie angesprochen hast, denn wirklich, Frauen werden am Tag nie angesprochen. Und wenn du heute auf deine Verkäuferin zugehst, dann wirst du erstmal mit dem Spruch, hey, ich habe eigentlich gar nichts zu suchen in der Darmabteilung, wollte aber unbedingt mal Hallo sagen, weil du mir die ganze Zeit aufgefallen bist hier im Store, da wird es schon erstmal lachen. Und lieber Patrick, wirklich, geh jetzt zu deiner Verkäuferin in den Store. Mach das mal bitte. Ich werde jetzt auch die Treppe runtergehen zu der Apothekerin, zu der Verkäuferin im Rewe und sie mit dieser direkten Methode ansprechen, die du von Aaron in diesem Video gelernt hast. Probier es aus. Ich werde es unten ausprobieren. Ich werde unten für dich die Videos drehen, wie ich die Frauen anspreche und die Nummer hole. Die Videos kommen dann in den zweiten Teil hier bei YouTube online. Und noch eine kleine andere Sache für dich. Was machst du eigentlich, wenn du eine Verkäuferin ansprechen willst, zum Beispiel im Bäcker, aber direkt daneben ist die andere Verkäuferin und die kriegt die ganze Situation mit oder in der Apotheke, du willst die eine ansprechen, aber direkt daneben stehen die zwei anderen, die auch noch arbeiten. Was sagst du eigentlich dann? Da habe ich aber für dich etwas ganz Besonderes auf unserer Webseite zusammengestellt, wie du dann Verkäuferinnen ansprichst, wenn sie bei der Arbeit mit mehreren Verkäuferinnen umgeben sind, so dass dich alle in der Gruppe sympathisch finden und du die Nummer von der einen bekommen wirst, die du eigentlich erreichen wolltest. In dem Sinne, wenn du mehr Videos mit Aaron oder in dieser Form sehen willst, wie wir auf die Straße gehen, die Frauen ansprechen, dann gib uns einen Daumen hoch für dieses Video, damit ich einschätzen kann, okay, das ist der Inhalt, der Content, der bei YouTube gewünscht ist. Und wenn du selbst eine Frage hast, die dich interessiert, die wir hier für dich beantworten sollen, dann schreib uns einfach einen Kommentar unter dieses Video. Ich schaue mir die Kommentare an. Und wenn das Thema interessant ist, werden wir dazu gerne ein Video drehen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal mit Teil 2, wo du mich dann siehst, wie ich die Verkäuferin unten anspreche und die Nummer hole. Bis dann. We'll be right back.